Eine Kernkompetenz des BIBA stellt die Automatisierung und Unterstützung unergonomischer und anstrengender Tätigkeiten in unterschiedlichen industriellen Anwendungsszenarien dar. In diesem Kontext forscht und entwickelt das BIBA unter anderem an Automatisierungslösungen zur Entladung von Seekontainern, welche bisher in der Regel manuell erfolgt. Greifen, herausziehen, ablegen. Bei der Containerentladung handelt es sich um eine sehr monotone Arbeit, die körperlich höchst anspruchsvoll ist. Häufig wechselndes Personal macht den manuellen Entladeprozess zudem schwer planbar. Dieses System ist in der Lage, autonom bzw. semi-autonom solche Container mit derart gestapelten Paketen zu entladen. Und das sowohl mit als auch ohne Eingriff von Nutzerinnen und Nutzern. Das System hat eine komplette Umfelderkennung und eine kamerabasierte Erkennung der Pakete und kann auf die Art und Weise autonom das Packmuster erkennen und auch die Entladeeinheit so positionieren, dass die Pakete zeilenweise entladen werden können. In dem Fall, dass etwas nicht funktioniert, bietet der digitale Zwilling, der dieses System komplett abbildet, eine ideale Schnittstelle, um auch für unerfahrene Personen sofort das System verstehen zu können und auch in das System einzugreifen. Über den digitalen Zwilling kann entsprechend alles, was in diesem System aktiv ist, gesteuert und auch betrieben werden. Gleichzeitig ist die Simulation in der Lage, Abschätzungen zu machen, wie das System sich verhalten wird, wenn Nutzerinnen oder Nutzer besondere Eingriffe planen. Nach Positionierung des Entladesystems vor dem Paketstapel und Einstellung der Höhe des Greifers werden die Sauggreifer vorgefahren und die Vakuumversorgung eingeschaltet. Durch das Zurückziehen der Saugersegmente werden die Pakete aus dem Stapel gezogen und auf der im Greifer integrierten Fördertechnik abgelegt. Die Federstößel des Sauggreifers können den tiefen Versatz benachbarter Pakete ausgleichen und stellen zudem den Kontakt zwischen Greifer und Sauger sicher. Durch die integrierte Sensorik wird eine Beschädigung der Pakete verhindert. Die Pakete, die in solchen Containern geliefert werden, können bis zu 35 Kilogramm wiegen. Entsprechend anstrengend ist die händische Entladung über einen ganzen 8-Stunden-Tag gesehen. Dieser Roboter ist in der Lage, die Menschen bei dieser Arbeit zu entlasten. Durch den Griff und die Entladung ganzer Paketzeilen ist die Effizienz des Systems auch sehr hoch. Die über die integrierte Fördertechnik transportierten Pakete werden an eine nachgeführte Fördertechnik übergeben. Dieser Prozess wird für alle Paketreihen im Container so lange wiederholt, bis der Container vollständig entladen ist. Das neuartige Entladesystem wird in der Testumgebung des BIBA aufgebaut und dort sowie bei einem industriellen Logistikdienstleister über mehrere Wochen evaluiert. Ziel ist eine 80-prozentige autonome Entladung mit einer Arbeitsleistung von über 800 Paketen pro Stunde. In Fällen, die das System nicht selbstständig lösen kann, soll über eine intuitive Nutzerschnittstelle ein Mitarbeiter in den Prozess eingreifen können. Die Wissenschaftler des BIBA forschen zudem an einer Adaption der entwickelten Technik, um das neue Entladesystem durch künstliche Intelligenz und modulare Konstruktion auch in anderen Einsatzgebieten nutzen zu können.